Ein grauer und düsterer Abend hier in Niederösterreich in Tulln an der Donau. Der Himmel ist nebelverhangen und es nieselt schon den ganzen Tag. Und da erscheinen die Farben Gelb und Blau, die Farben der ÖVP Niederösterreich hier hinter mir an der Messehalle Tulln. Ja, wie ein Lichtblick. Und hier haben sich auch angeblich über 2000 Menschen eingefunden zum Wahlkampfauftakt der ÖVP Niederösterreich. Johanna Mikl-Leitner wird hier ebenfalls ans Rednerpult treten und hier ihre Vision für das Land für die nächsten Jahre zum Besten geben. Johanna Mikl-Leitner war ja bereits Landesrätin in Niederösterreich. Sie ist ja auch gebürtige Niederösterreicherin, stammt eigentlich aus Hollerbrunn. Und zwischen 2003 und 2011 ist sie Landesrätin und ist zuständig für die Bereiche Arbeit, Soziales und Familie. Gerade diese Bereiche sind im Wahlkampf die Themen, die die Menschen auch am meisten interessieren. Also hier hat sie dann schon einen entscheidenden Vorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern. Den hat sie auch auf anderer Seite, denn die Grünen, die kämpfen ja auch jetzt in Niederösterreich ums Überleben. Man hört auch sehr wenig über sie. Es gibt ein Star Wars-Video, wo die Kandidatin als Prinzessin Leia auftritt, aber das war es dann auch schon, sagt zumindest einer der Sprecher hier in der Halle vor den begeisterten niederösterreichischen ÖVP-Fans. Ebenfalls auch die FPÖ, die kommt hier nicht gut weg bei der Kritik von den Vorrednern von Johanna Mikl-Leitner. Und Johanna Mikl-Leitner selbst, die ist sehr, sehr beliebt, obwohl sie erst seit kurzem Landeshauptfrau ist. Sie hat am 25. März das Zepter von Erwin Bröll übernommen. Er war überhaupt der längst dienende Landeshauptmann Niederösterreichs und wirklich als Person schon fast eine Legende. Auch er ist an diesem Abend anwesend, wird allerdings jetzt keine eigene Rede halten. Es gibt ja auch eine Talkshow, eine Art Talkrunde, wo man eben über die großen Themen diskutiert, zusammen mit den Kandidaten aus den Bezirken und den Landesräten. Es wird auch laut den Umfragen, ist die Sache schon eigentlich ausgemacht. Die Partei, die hat sehr, sehr gute Karten für die Wahl am 28. Jänner. Dennoch sagt auch Mikl-Leitner, dass es natürlich heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, hier eine absolute Mehrheit zu erreichen. Das hat sich in der Politik etwas geändert, aber das Ergebnis, das wird höchstwahrscheinlich ziemlich positiv ausfallen. Lust aufs Wahlkämpfen für die Hanni definitiv immer. Und wenn ich die Plakate sehe, aber vor allem wenn ich die Menschen da in Niederösterreich sehe, unsere Funktionärinnen und Funktionäre, dann empfinde ich vor allem eins, und das ist Dankbarkeit, nämlich große Dankbarkeit für die Unterstützung, die ich erleben durfte in den letzten Jahren, vor allem aber in den Monaten des Wahlkampfs. Und daher ist mir ein großes Anliegen, heute auch eins zu sagen, nämlich vor allem danke für all diese Unterstützung im Wahlkampf. Ohne eure Unterstützung wäre der Wahlerfolg niemals möglich gewesen. Ohne eure Unterstützung hätten wir diese Regierungsbildung nicht geschafft und wären nicht in der Situation, in der wir heute sind, nämlich ein starkes Niederösterreich mit Hanni Mikl-Leitner an der Spitze und eine türkisblaue Bundesregierung, die sicherlich für dieses Bundesland ein starker Partner sein wird. Unser wichtigstes Ziel ist genau das zu tun, was wir auch versprochen haben. Ich war unlängst bei einer Pressekonferenz, da hat dann einer der Journalisten gemeint, naja, und gibt's was Neues auch noch? Habe ich gesagt, wie neu im Sinne von was anderes, als wir angekündigt und versprochen haben. Und da hat er dann kurz innegehalten und hat gemeint, naja, irgendwas halt. Also er war da relativ schmerzbefreit. Unser Ziel ist es, nicht irgendetwas zu machen, sondern genau das zu tun, was wir versprochen haben. Das umzusetzen, wofür wir gewählt worden sind. Und Chancen und Herausforderungen gibt es genug. Gerade für uns in Niederösterreich. Gerade jetzt und gerade für die kommenden Jahre. Nehmen wir die Herausforderungen von Stadt und Land. Niederösterreich ist wie kein anderes Land. Es ist das größte Bundesland. Niederösterreich ist die Verbindung von städtischen Räumen und ländlichen Regionen. Und uns als Volkspartei geht es um die Chancen in der Stadt und um die Zukunft im ländlichen Raum. In Österreich wird über die Zukunft des ländlichen Raumes diskutiert. Diskutieren alleine ist aber zu wenig. Handeln ist gefragt. Deshalb sage ich, was wir in die Zukunft des ländlichen Raumes investieren, investieren wir in die Zukunft unseres ganzen Bundeslandes. Dabei geht es uns um große Perspektiven, genauso wie um das tägliche Leben. Der ländliche Raum soll nicht nur schön sein, er muss auch lebenswert bleiben. Erfolg ist heute nicht nur eine Frage des Geldes, sondern der Rahmenbedingungen.
Das fängt mit der Einstellung und mit dem Klima an, das wir schaffen und für das wir eintreten. Wir sagen, weniger Bürokratie, mehr Gerechtigkeit, denn wer arbeitet, muss es besser haben. Wir sagen, weniger Bevormundung, mehr Hausverstand, denn Leistung muss es wieder leichter haben. Das ist die Politik, liebe Freunde, die wir in diesem Land vertreten. Das ist die Politik, die wir in Niederösterreich machen. Ja, wahrlich eine bombastische Show, die dieser Wahlkampfauftakt in Tulln hier darstellt. Und Johanna Mikl-Leitner, die wird hier in jeder Hinsicht von ihrer besten Seite gezeigt, als sympathische Karrierefrau, die es wunderbar schafft, Politik und Familie unter einen Hut zu bringen. Da gibt es Videos von ihrem idyllischen Familienleben. Da kommen ihre Töchter auf die Bühne und sprechen über die oft nicht ganz geglückten Kochkünste ihrer Mutter. Und auch Erwin Bröll, der längst dienende Landeshauptmann, hat hier nur lobende Worte für seine Johanna übrig. Alle loben ihre Bodenständigkeit, ihre Empathie. Auch Lotte Tobisch, die Grande Dame der Nation, die längst dienende Opernballchefin, sagt Mikl-Leitner, wie mag sie denn? Sie ist so direkt. Mikl-Leitner selbst tritt dann auf die Bühne und betont hier ihre Visionen für Niederösterreich für die kommenden Jahre. Niederösterreich, das größte Bundesland Österreichs. Sie möchte hier für die Mobilität mehr Geld ausgeben. 3 Milliarden Euro sind hier geplant, um die Pendlerwege, um die Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kürzer zu machen, besser zu machen. Dann möchte sie ebenfalls für die Familien hier mehr tun. Niederösterreich soll ein Modellland für Familien werden. Und des Weiteren spricht sie auch über das Thema Ärzte und Gesundheitsversorgung, die auf dem Land oft ein Problem darstellt, denn die wurde ja oft ausgedünnt, aber sie will hier ein Landarztpaket schaffen. Also sie schafft es hier auch, die Themen anzusprechen, die die Menschen bewegen, natürlich auch das Sozialsystem. Da möchte man den Schwächsten helfen und nicht den Frechsten, betont Mikl-Leitner. Also man sieht hier, das Ganze wurde hier perfekt inszeniert von Regisseuren, von ihren Wahlkampfhelfern, und die haben ja auch gesagt, sie wollen einen fairen Wahlkampf führen. Und jetzt ist ja auch bekannt geworden, dass die ÖVP auch die Klage gegen Thal Silberstein und die SPÖ fallen lassen wird. Man will hier einen neuen Weg gehen, eine neue ÖVP sein.